Wir haben da unseren Schlafplatz und 50 Meter weiter rechts sind Rentiere. Wir haben uns ja von den Schweizern verabschiedet und seitdem waren wir 5 Tage in einer Hotellobby, weil es dort gutes Internet gibt und Strom und wir jeden Tag ein Video geschnitten haben und Untertitel gemacht haben. Und es hat ja vor, ich glaube, 4 Tagen oder sowas zu regnen begonnen. Dann hat es 3 Tage lang geregnet und jetzt ist es so nass und kalt, aber die Luft, also es regnet nicht mehr. Aber das Zelt trocknet trotzdem nicht. Also es ist jetzt seit 5 Tagen, glaube ich, durchgehend nass. Ich meine, wir schaffen es mit Mühe und Not, dass es innen trocken bleibt. Aber ja, also vorne das Leintuch ist schon recht feucht die ganze Zeit. Und keine Ahnung, wie es hier wieder trocken wird. Und ich kann mein Honigbrot so essen und so halten, weil der Honig ist so zähflüssig, dass er erst in 1 Stunde runtertropfen würde. Und er geht auch urschwer aus der Packung raus und die Butter, ja, die wir über Nacht im Auto haben, ist so hart, dass man sich kaum schneiden kann. Und das Olivenöl ist gestockt. Das ist unser Olivenöl. Das war mal klar. Es sieht aus wie Honig. Es ist auch noch flüssig. Es ist auch so, wenn man das zum Beispiel jetzt in den Topf gibt, zum Beispiel wenn man so einen Esslöffel so in der Mitte vom Topf hat, dann bleibt der Esslöffel wirklich so und der verteilt sich nicht. Und sobald man das Gas dann unten einschaltet und es warm wird, fließt es so überall hin. Wir haben ein Brot gekauft und jetzt sind wir gerade beim Ende angekommen und sie haben uns einfach 3 Scherzel reingegeben. 1, 2 und das ist auch ein Scherzel. Ich weiß nicht, wie das passieren kann. Dani hat neue Handschuhe, um das Dachseil zusammenzuklappen, weil es jetzt die ganze Zeit geregnet hat. Und ja, sonst die Finger einfach einfrieren, weil es so kalt ist und alles feucht und es tut dann richtig weh. Also wir haben Handtücher, die sind seit 5 Tagen nicht getrocknet. Ja, unser Dachzelt ist auch nicht getrocknet, eben wie ich schon gesagt habe. Das ist echt ein Problem, weil es schimmelt mittlerweile schon. Und wir werden also jetzt so die ganze Zeit feucht ist. Also es ist eigentlich unglaublich. Aber es regnet einfach so viel und wir können es halt untertags auf dem Parkplatz, wo wir jetzt stehen, nicht aufgeklappt lassen. Oder wenn wir fahren, wenn wir es nicht aufgeklappt lassen. Wir versuchen es eh mal abzutrocknen, aber wir müssen es zuklappen. Wir schauen mal, ob wir jetzt in Turku dann irgendwas finden gegen Schimmel. Genau, warum Turku? Wir sind ja in Kuusamo. Und jetzt machen wir uns auf den Weg Richtung Forster, da werden wir morgen ankommen. Und dort holen wir Wendla ab. Das ist die Backpackerin, die wir in Montenegro kennengelernt haben und die in Turku auch in Finnland wohnt. Und die E5,5. Genau, die E5,5, da kann man sie sehen. Und ja, dann werden wir ein paar Tage bei ihr in der Wohnung bleiben. Wäsche waschen, ordentlich duschen. Ja, ich freue mich ziemlich drauf. Und heute wird einfach ein Fahrtag und morgen treffen wir sie dann. Wir sind jetzt schon den ganzen Tag unterwegs gewesen. Und es regnet schon seit einiger Zeit und unsere Scheibenwischer haben immer brav ihre Arbeit gemacht und jetzt auf einmal sind sie einfach stecken geblieben. Egal was wir tun, es tut sich nichts. Und wir werden jetzt mal rausfahren und das richten. Mein erster Tipp ist, dass die Sicherung von den Scheibenwischern gefallen ist, also durchgebrannt ist. Und das werden wir jetzt mal nachschauen. Das ist zum Glück einfach da. So, da. 9. 9 sollte es sein, oder gibt es noch was anderes? 9. Ist von der rechten Reihe die 2. von rechts. Ah, oh, Mist. Was sagt sie? Ist ganz. Oh. Ja, fahren wir Regen ohne Scheibenwischer in der Nacht, das ist eigentlich recht ausgeschlossen. Wir sind heute so viel gefahren, wir sind schon fast im Süden von Finnland. Der Plan war eigentlich, dass wir heute so lange fahren, bis der Regen aufhört, damit wir das Dachzelt endlich mal wieder trocknen und aufklappen können. Jetzt haben wahrscheinlich 50 Kilometer, bevor es zu regnen aufgehört hätte, die Scheibenwischer aufgehört zu funktionieren. Die stehen jetzt einfach vertikal auf der Scheibe und tun nichts mehr. Die Karin glaubt, dass sie krank wird.
Ich bin so müde, aber ich will nicht raus, weil es einfach nicht schon wieder nass wird, nicht schon wieder kalt. Und es ist gerade recht am Tiefpunkt. Ja. Wir haben unsere optischen und unsere hygienischen Tiefpunkte jeweils schon recht nahe erreicht. Es wird bald wieder Zeit für eine Dusche. Wir haben keine frische Wäsche mehr, wir können uns nicht mehr was Frisches anziehen. Alles, was nass wird, bleibt nass oder wird durch dreckige Wäsche ersetzt. Und ja, unser Dach zerschimmelt. Auch top. Es wird jetzt nicht aufhören zu regnen. Laut Wetterbericht, das regnet es wieder bis morgen in der Früh durch. Das heißt, wir werden jetzt uns dann aufraffen, das Dachzelt aufklappen und dann schlafen gehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, der Schimmelpilz in unserem Zelt breitet sich munter aus, aber es gibt eine gute Neuigkeit. Die Hupe funktioniert wieder. Und gestern, wie wir zu dem Schlafplatz gekommen sind, ist dieses Teil hier auf dem Schlafplatz gelegen. Und das ist wirklich so, von der Straße biegt man da einmal kurz ein und kann sich da mit dem Auto super hinstellen. Und da lag ein Zündschloss, hinten abgezwickt und quasi ausgebaut. Es steht noch drauf Off, On, P und Ignition. Keine Ahnung, ob das jetzt von einem Moped oder von einem Auto ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Zündschloss. Das heißt, hier wurde ziemlich sicher ein Moped kurz geschlossen. Wir sind jetzt in Forster, wo wir die Wendler abholen. Und wir werden jetzt ein bisschen Platz für sie machen. Dann hat sich so nah zu den Büschen gepackt, dass er nicht raus kann. Ich dachte eigentlich, dass ich nicht aussteigen musste. Dann habe ich vergessen, dass die Karin nicht die Kanister jetzt herumheben kann, weil sie ja so krank ist. Ja, ich bin voll krank. Das finnische Sommeroutfit. Hey! Hallo! Ein Freund von der Wendler hat, so wie wir das verstanden haben, als Schule oder als Ausbildung so eine mittelalterliche Handwerkskunst gemacht. Und da gibt es gerade so ein Fest. Und da gibt es halt verschiedenste Sachen ausgestellt aus der Mittelalterzeit. Unter anderem auch Schmieden. Und das hat so cool aus, wie ich die Kamera geholt habe. Und wenn es fertig ist, soll das mal so ein Axtkopf werden. Karin, was machst du gerade? Ich telefoniere mit einer Zwiebel. Nein, ich habe ein bisschen Ohrenschmerzen und das hilft angeblich. Hallo, Zwiebel? Ja, hallo. Also es ist so ein stechender Schmerz im Ohr. Und es ist schon schlimm, ziemlich schlimm. Mhm. Okay, ja, ich werde mich ausruhen. Okay. Ja, ein Zwiebel im Ohr habe ich schon. Okay, danke schön. Wiederhören. Wir sind jetzt frisch geduscht. Ja. Das so frische gut Menschen. Und. You cannot sneak because you see everything on the camera. You can still see yes me. No! I'm going to the toilet. Ja, es ist so nett und ihre Wohnung ist so nett und wir können jetzt einfach so lange bleiben, wie wir wollen eigentlich. Guten Morgen aus Turku. Guten Morgen. Oder Turku. 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 Wir sind jetzt schon in die Stadt gegangen, weil das Wetter ist so schön. Genau, und es gibt heute ein Stadtfest. Fast keine Wolken. Er hat zum 100-jährigen Jubiläum von Finnland. Genau. Ist das Stadtfest auch ein bisschen größer als normalerweise und es gibt recht viele Sachen zu sehen. Ja. Und Wendler muss heute arbeiten. Also heute werdet ihr sehen, weniger Defender, mehr Stadt.
Sind gerade einige Taucher im Wasser und sie säubern den Fluss. Ja, pelkät kumit ja vanteet on jäljellä, niin silloin tietää, että se on. Das ist ein ganzer Container, fast nur mit Fahrrädern. Alle aus dem Fluss, jetzt innerhalb von 2 Stunden heraufgetaucht. Wir sind jetzt in einem öffentlichen Park und es gibt hier alle möglichen Sportanlagen. Es gibt für einen riesen Kunstrasen, es gibt hier eine Sprintstrecke zum Waldspringen und es gibt Drehchen und Schaufeln, alles bereitgestellt und einfach da für die Öffentlichkeit zu verwenden. Total nett. Wir sind wieder zu Hause. Wir waren heute die ganze Zeit in der Stadt und waren auf diesem Stadtfest und haben die Sonne einfach genossen und die Stadt. Jetzt sind wir wieder zu Hause, haben nochmal Wäsche gewaschen. Und am Abend gibt es noch ein Feuerwerk, da werden wir auch hingehen zu Fuß. Wir sind jetzt wieder am Weg und zwar wieder in die Stadt, weil es gibt am Abend noch ein Feuerwerk, das wir uns ansehen wollen. Ja. Und nachher noch vielleicht in eine Bar. Wir sind sehr warm angezogen, damit wir nicht erfrieren, wenn wir uns jetzt eine Zeit lang nicht bewegen. Morgen Karin, guten Morgen Wendler. Der finnische Pass von der Wendler hat als spezielles Sicherheitsmerkmal, dass wenn man die Seiten halt so, wie sagt man das, Karin? Ja, wenn man so durchscrollt halt durch die Seiten, dass man dann einen Elch gehen sieht und das ist ziemlich cool. Wir sind wieder im Auto zur Sauna. Das ist eine öffentliche Sauna an einem See. Da fährt man ein bisschen mit dem Auto. Gehen davon auch einkaufen, damit du dort auch grillen könnt. Die Sauna dort heizt man selber auf, also Holz wird bereitgestellt. Und ja, jetzt werden wir eine echt finnische Sauna-Experience haben. Get the fireplace going. Oh, perfect, there's some nice small sticks. Wendler hat schon das Feuer gestartet in der Sauna, die muss man selber aufheizen. Und da gibt es eine ganze Hütte mit Brennholz und jetzt geht's mal runter. So, bitte. Und oben gibt es sogar eine. Ja, ist das ein Schlitten, mit dem man im Winter dann das Holz runterziehen kann. Unser Lagerfeuer läuft auch schon, den wir dann grillen werden. Und die Sauna heizt auch. Grad haben wir und 74% Luftfeuchtigkeit. Sauna ist bereit und wir sind auch bereit. Wir sind fertig mit der Sauna und jetzt ist die Kohle schön fertig zum Grillen. Wir haben Schokobananen, finnischen Käse mit
Marmelade, wir haben Halloumi und Würstel. Ah, das war jetzt ein richtig angenehmer Tag. Also wir wollen wieder herkommen. Schauen wir mal, ob es sich ausgeht. Wir sind wieder in der Wohnung. Wir haben Abend gegessen und die Sonne hat uns so erschöpft gemacht. Also ich glaube, wir waren dann viermal in der Sauna und dreimal im See. Und wir sind ja schon richtig fertig und deswegen gehen wir heute schon schlafen. Und morgen früh schauen wir, was wir morgen machen. Gute Nacht. Mhm.